Etwa 10 Jahre nach Christus wird ein Mann mit Namen Saulus in Tarsus in der heutigen Türkei geboren. Als er erwachsen wurde, bekam er eine bestmögliche Ausbildung in den jüdischen Schriften und er wurde ein wissbegieriger und gelehrter Mann. Doch dann traf er in seinem Land auf die ersten Christen, die diesen Lehren von Jesus Christus glaubten. Diese Religion war eine Gefahr für seinen Glauben und musste dringend unterbunden werden. Sofort zog er mit der Erlaubnis eines hochrangigen Priesters los, um diese Christen ins Gefängnis zu werfen und dann ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Diese Religion durfte auf keinen Fall in der Bevölkerung Fuß fassen. Doch plötzlich, auf dem Weg, diese Menschen einzufangen, umgibt ihn ein furchtbar grelles Licht vom Himmel. Bist du gespannt, wie diese Geschichte weitergeht? Dann bist du herzlich zu dem Ostergarten in Bad Oeynhausen eingeladen, der vom 28. März bis zum 17. April 2022 stattfinden wird. Die Internetseite für weitere Infos lautet ostergarten-bo.de. Wir freuen uns auf dich!